Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man schnell Pilzbarren bekommen kann, um sich zum Beispiel die Pilzrüstung zu machen. Viel Spaß! Zuerst klären wir, wie man überhaupt an Pilzbarren kommt. Es gibt nämlich kein Erz auf der Karte, woraus man direkt die Pilzbarren schmelzen kann. Deshalb müsst ihr diese an einem Autohammer aus einem Chloropidbarren und 15 glühenden Pilzen herstellen. Dazu gehen wir nun einmal alle Bestandteile durch. Den Autohammer könnt ihr euch für 1 Platin bei dem Trüffel kaufen, nachdem ihr Plantera besiegt habt. Zu dem Trüffel habe ich bereits ein Video gemacht. Dort könnt ihr sehen, wie man ihn bekommt. Auch zu den Chloropid-Erz habe ich bereits ein Video gemacht. Kurz gesagt ist dies ein Hardmode-Erz, welches im Untergrunddschungel zu finden ist. Ihr benötigt eine Spitzhacke mit mindestens 200% Spitzhackenkraft, um dieses abzubauen. Die glühenden Pilze könnt ihr im Pilzbiom finden. Hierzu solltet ihr euch am besten eins an der Oberfläche stellen. Im Trüffelvideo findet ihr bereits eine Möglichkeit, ein Pilzbiom zu machen. Eine deutlich schnellere und einfachere Methode ist es allerdings, den Clean Terminator zu nutzen. Diesen könnt ihr euch für 2 Platin bei der Steampunkerin kaufen. Die passende Munition findet ihr beim Trüffel. Nun sprayt ihr die Lösung auf Matschblöcke. Zum Beispiel könnt ihr auch einen Teil des Dschungelbioms somit in ein Pilzbiom verwandeln. Dort könnt ihr dann kleine leuchtende Pilze auf dem Boden und baumgroße Pilze finden. Diese müsst ihr nur noch abbauen und ihr erhaltet glühende Pilze. Diese wachsen nach einiger Zeit wieder automatisch nach. Je größer aber euer Pilzbiom ist, desto mehr glühende Pilze bekommt ihr natürlich. Aus dem Barren könnt ihr euch nun die zweitbeste Fernkampfrüstung im Spiel machen. Für diese braucht ihr insgesamt 810 glühende Pilze und 54 Chloropidbarren. Außerdem könnt ihr euch auch noch das Hoverboard und die Schwomid-Krallen machen. Und sie werden für die Dual Containment Unit benötigt. Die schnellste Art Spitzhacke. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Wenn ihr mehr Videos zu Terraria sehen wollt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.